Lesbos ist die drittgrößte griechische Insel, nur wenige Kilometer von der türkischen Küste entfernt. Knapp 90.000 Menschen leben ständig auf Lesbos und Zehntausende Flüchtlinge und Migranten, die seit 2015 hier angekommen sind. Die meisten von ihnen waren bis gestern in der früheren Militäranlage Moria untergebracht, dem größten Flüchtlingslager in ganz Europa. Doch gestern Nacht ist die hoffnungslos überbelegte Zelt- und Containerstadt abgebrannt. Es war offenbar Brandstiftung. Die griechischen Behörden verdächtigen Migranten, die in Moria gewohnt haben. Jetzt sind an die 13.000 Menschen ohne Unterkunft und in der EU streiten Politiker darüber, wie man ihnen am besten helfen soll. Während die einen zumindest kranke Kinder oder Familien aus Moria aufnehmen wollen, wie in Österreich die Grünen, die SPÖ und die Neos, sind andere wie ÖVP und FPÖ kategorisch dagegen. Sie haben gründliche Arbeit geleistet, wer auch immer es war. Das Lager Moria wurde niedergebrannt. Mehrere Feuer sind gelegt worden. Auch ein Zeltcamp in einem Olivenhain außerhalb des eigentlichen Lagers gibt es nicht mehr. Die griechische Regierung macht Lagerinsassen für die Brände verantwortlich. Einige sollen sogar versucht haben, die Feuerwehr am Löschen zu hindern. 35 Corona-Infizierte hätten isoliert, also von ihren Familien getrennt werden sollen. Dagegen hätten sich die Betroffenen gewehrt, sagen Regierungsvertreter. Es sei zu Unruhen gekommen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die sich mit zwei Kliniken um die Migranten kümmert, sieht das anders. Die Brände von gestern ist eine Konsequenz von angehäufter Frustration und unmenschlichen Lebensbedingungen, die schon seit 5 Jahren in Moria existieren. Und Corona habe schließlich das Fass zum Überlaufen gebracht. Während die Hauptstadt in Lesbos sich geöffnet hat, während sich die Flughäfen geöffnet hat, während die Touristen wieder zu der Insel kamen, war Moria immer noch im Lockdown. Und Leute, die vor ein paar Wochen noch 20.000 Leute in Moria konnten nicht raus, für fast 5 Monate lang. Das heißt, diese ganze Situation wurde nur verschärft von diesen positiven Fällen. Tausende haben sich zur Inselhauptstadt Mytilini aufgemacht. Unterwegs sind sie gestoppt worden. Nun sind sie auf der Straße. Die positiv Getesteten sind weg. Was wir wollen, ist, dass diese Leute evakuiert werden, dass sich Europa ihren Verantwortungen stellt, den Leuten gegenüber, und dass Entscheidungen getroffen werden, damit solche Camps wie Moria nicht mehr existieren. Die griechische Regierung hat den Ausnahmezustand über Lesbos verhängt, will etwa 1.000 Migranten heute noch wegbringen und Zelte in weniger betroffenen Teilen des Lagers Moria aufstellen lassen. Die Migration ist ein europäisches Problem. Das sieht auch die deutsche Regierung so, die gerade den Ratsvorsitz in der EU innehat. Wir werden Griechenland mit dieser Situation und vor allen Dingen die Menschen in diesem Lager nicht alleine lassen. Nordrhein-Westfalen hat bereits angekündigt, bis zu 1.000 Migranten von Lesbos würde man aufnehmen. Die österreichische Regierung bleibt bei ihrer Linie. Flüchtlinge aus Moria, auch Kinder, sollen weiterhin nicht aufgenommen werden. Das betonen die zuständigen ÖVP-Minister. Und damit wird erstmals ein großer Konflikt zwischen Türkis und Grün sichtbar. Innenminister Nehammer beruft sich auf Informationen der griechischen Regierung. Dass die Rettungskräfte bei ihrem Rettungseinsatz behindert worden sind, angegriffen wurden. Und die geschilderten Berichte lassen nur einen Schluss zu. Gewaltbereite Migranten haben kein Recht auf Asyl in Europa. Die Linie ist richtig, die wir bisher verfolgt haben, die werden wir auch weiter verfolgen. Hilfe vor Ort. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Situation von heute Nacht dazu führen wird, dass es in Europa insgesamt seitens der Europäischen Union stärkere Initiativen und stärkere Aktivitäten gibt. Denn ich glaube, das kann niemanden kalt lassen in der Situation. Dass die beiden Regierungsparteien da unterschiedliche Positionen haben, das haben wir nie geheim gehalten. Neos und SPÖ-Europaabgeordnete fordern eine rasche Evakuierung. Hilfsorganisationen richten einen dringenden Appell an die Bundesregierung. Auch die grüne Menschenrechtssprecherin sagt, Geflüchtete müssten aufgenommen werden. Im Nationalrat würde sie aber wohl nicht dafür stimmen, um keinen Koalitionsbruch zu riskieren.
Ich sehe unsere Verantwortung darin, hier weiter am Ball zu bleiben, hier weiterhin humanitäre Hilfe einzufordern und hier weiter mit der ÖVP im Gespräch zu bleiben, was Österreich konkret tun kann. Immerhin hätten sich schon einzelne Bundesländer oder Gemeinden, allen voran Wien, für eine Aufnahme ausgesprochen. Daran erinnert auch der ÖVP-EU-Abgeordnete Ottmar Karas. Die offene Wunde Österreichs ist, dass wir ja viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben. Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, NGOs und Kirchengemeinschaften, die bereit sind, auch freiwillig Jugendlichen und Kindern zu helfen, dem sollte man sich nicht verschließen. Mahnwache am frühen Abend in Brüssel vor dem EU-Parlament und später am Abend eine Demonstration in Wien mit überwiegend kleinen Veranstaltern. Ihr Appell, Geflüchtete nach Österreich holen und zwar rasch. Wie dringend jetzt Handeln gefragt ist, zeigen Bilder von heute Abend. Noch nicht vollständig niedergebrannte Teile des Lagers Moria sind wieder in Brand gesteckt worden.